15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus. Hallo Brigitte und Maurizio. Ich begrüße Sie heute aus dem Herzen des schönen Südens von Rudolfsheim 5 Haus. Ich bin in der Volkshochschule in der Schwendergasse und habe mich da getroffen am Brunnen vor dem Tore sozusagen mit meinem heutigen Gast, Interviewgast. Das Thema ist der Kulturverein Rudolfsheim, KV15, der seit 1976, also seit mittlerweile 46 Jahren, für Kunst und kulturelle Veranstaltungen im 15. Bezirk sorgt. Den Vertreter des Kulturvereins, Dietmar Baurecht, darf ich heute ganz herzlich begrüßen. Hallo Dietmar. Hallo, grüß dich. Du bist ja der Obmann des Kulturvereins Rudolfsheim und erzählst uns heute genaueres über eure Arbeit. Die Website-Adresse werden wir aber sofort einmal erwähnen. Das ist http://kv15.wien. Aber sag uns doch bitte zuerst einmal, warum wir uns gerade hier vor der Volkshochschule neben dem Schwendermarkt draußen am Brunnen getroffen haben. Ja, ich glaube, das ist deshalb auch wichtig zu erwähnen, weil der Kulturverein Rudolfsheim eine starke Anbindung an das Haus der Begegnung und an die Volkshochschule hat. Da greife ich ein bisschen zurück. Ich bin ja in Wien aufgewachsen und dann ins Burgenland übersiedelt mit meinen Eltern. Und da hat es ein ähnliches System gegeben. Da war 1973, wo ich auch geboren bin, da gab es das Modell Mattersburg. Das war auch ein Verein, der im Zuge der Veränderung der Lebenssituationen, also Arbeitszeitverkürzung, Freizeit, war ein anderes Thema, da wurde Freizeit ganz anders wahrgenommen, ein Verein gegründet wurde, der dann auch im Zuge des gegründeten Kulturzentrums in Mattersburg 1976, das dort auch bespielt hat. Mhm. Und ich glaube, dass das auch die ähnliche Situation mit dem Haus der Begegnung war, wo der Kulturverein hier im 15. Hier Bezirk, im 15. Ja. Bezirk, wo das HDB im 15. Bezirk, heute Veranstaltungszentrum 15, Haus der Begegnung, Haus der Begegnung, dafür genutzt wurde, Veranstaltungen hier zu machen. Und da hat der Kulturverein Rudolfsheim einen wesentlichen Beitrag geleistet. Das Haus ist ja 76 fertig geworden und der Kulturverein Rudolfsheim wurde 1976 Ende des Jahres gegründet. Verstehe. Und da ist dieser Connex da, wo man dann gesagt hat, man versucht, dieses Haus auch mit allen seinen Möglichkeiten wahrzunehmen und durch einen Verein, der sehr breit aufgestellt war, einzubinden. Mhm. Okay. Und das hat ganz gut geklappt. Ja. Also allen seinen Möglichkeiten, zum Beispiel im Rheinitz ein schöner großer Festsaal oder genau. Also die. Genau, und da gab es zum Beispiel auch, glaube ich, die ersten Veranstaltungen, die durchgeführt worden sind, 1977. Da war die Elfriede Ott mit einem Nestor-Programm da. Mhm. Es gab auch eine Ausstellung mit Sowinetz und Ott in den Räumlichkeiten des HDBs. Und witzigerweise, und das ist das Schöne, ich habe den Verein ja 2014 übernommen als Obmann. Und ich hatte so meine Vorstellung, was braucht dieser Verein? Also wir machen eine Kooperation mit dem Musikverein Rudolfsheim. Wir bieten Kabarett an. Mhm. Und ich habe mir jetzt dann die Unterlagen im Zuge des Gesprächs herausgeholt, bin in die Annalen gegangen des Vereins. Und da sieht man eigentlich, dass das, was ich als Idee in den Kulturverein aufnehmen wollte, eigentlich schon damals im Jahr 76 begründet war. Das ist spannend. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man sagt, der Verein lebt auch durch die Obleute und durch die Vorstandsmitglieder und dass das sich dann so schön ergeben hat, ist einfach eine schöne Geschichte. Mhm. Ja. Das heißt, dass die genaue Idee jetzt? Des Vereins, also es, auf der einen Seite steht da drinnen, dass der Vereinszweck auch neben kulturellen Veranstaltungen sportliche Veranstaltungen durchführt. Und es ist aber so, dass das Kulturelle sehr stark überwiegt und auch durchgeführt wird. Es hat
glaube, in den, in 1977 war das erste Rudolfsheimer Kulturspektakel. Das wurde auch vom Kulturverein durchgeführt und über 10 Jahre betrieben. Mhm. Also das sind einige ganz interessante Veranstaltungen herausgekommen. Es gab Festkonzerte mit dem Musikverein Rudolfsheim, es gab Kabarettabende. Mhm. Es ist eine bunte Mischung Musik, Kabarett, mhm. Führungen, Spaziergänge, das sind alles Dinge, die der Kulturverein. Es gab natürlich auch leichte sportliche Geschichten, auch ja, in dem Verein. Aber überwiegend war es hauptsächlich die Kultur, mhm. die auch mit dem Haus in Verbindung stand, weil hier hauptsächlich gespielt worden ist. Mhm. Und wie, also unter meiner Obmannschaft hat sich das ein bisschen verbreitert. Wir haben dann gesagt, okay, ich suche auch andere Locations im unteren Teil des Bezirkes. Also hier im Süden von Rudolfsheim-Fünfhausen? Rudolfsheim-Fünfhausen und haben das Big Five damals entdeckt und machen dort Veranstaltungen, mhm. machen aber auch Veranstaltungen fest zur alten Bezirksvertretung. Also es ist eine sehr, sehr, es kommt immer darauf an, welche Veranstaltung mhm. wird eingeloggt. Also wir haben eine Lesung mit Frank Hoffmann zum Beispiel mhm. gemacht, der ja dieses Jahr leider verstorben ist. Ja. Und Veranstaltungen und auch Lesungen, die auch ein bisschen so mit Führungen zu tun haben, mit Wien haben mhm. wir gemeinsam im Festzeit. Gibt es ja diese Führungen, dann diese Grätzl-Spaziergänge. Die haben dann auch damals angefangen und da habe ich gedacht, okay, es wäre immer interessant, weil ich den Bezirk ja auch nicht so gekannt habe, ich bin ja 2009 in den 15. Mhm. Bezirk gezogen und da habe ich den Bezirk ja auch noch nicht Na, so gekannt. Ja, natürlich, man muss sich das erarbeiten. Ja. Und dann hat sich der Obmann halt etwas herausgenommen und gesagt, ja, machen wir Führungen, weil dann lerne ich auch was vom Bezirk kennen. Ja, super. Das ist ja. natürlich, hat sich natürlich schön kombinieren ja. lassen. Ja. Wieso der 15. eigentlich? Also der 15., weil ich arbeite ja noch immer in Eisenstadt und mhm. pendle ja hin und her. Fast ach, das ist jetzt dein Bezug zum 15. Bezirk. Das ist die letzte Frage. Das muss ich jetzt canceln. Warum der 15. Im Kulturverein? Also warum seid ihr genau im 15. gelandet mit dem Kulturverein? Warum wir 1976, ja. 1976. Ich glaube, das war genau das Haus der Begegnung war da. Ah, okay. Mhm. Und dadurch verstehe. Hat sich der Verein hier begründet. Ja. Mhm. Und der Proponent, der den Verein gegründet hat, der Landtagsabgeordnete Franz Gabelig, mhm. der diesen Verein gegründet hat. Ja. Mhm. Und ich glaube, die Hauptversammlung fand am 31. Mai statt, 1977. Okay. Und hier wurde dann auch das Programm im Wesentlichen mit zum Beispiel Wilfried Roth, Festkonzert mit Musikverein Rudolfsheim. Mhm. Also das hat dann hier angefangen, sich zu etablieren. Okay. Wenn man das jetzt rechnet, also im Durchschnitt sind sicherlich 10 Veranstaltungen pro Jahr gemacht worden. Also wenn man das jetzt hochrechnet, kommt man auf eine ganz ordentliche Summe. 46 Jahre, oh mein Gott. Ja. Das ist viel, ja, was da gemacht worden ist. Okay. Von die Lona war da, also wow, das ist alles sehr, sehr ein buntes Programm. Mhm. Ja. Apropos buntes Programm, was ist jetzt so im Moment da? Was ist das Programm im Allgemeinen vom Kulturverein? Also wir haben Musikveranstaltungen, eine Kabarettveranstaltung. Corona hat uns natürlich auch wie viele beeinträchtigt im Durchgang von Veranstaltungen. Wir haben versucht dann auch umzuplanen, Veranstaltungen draußen zu machen und daraus hat sich auch etwas ergeben, wo wir neben den Kabarettveranstaltungen zum Beispiel Otto Jaus war bei uns. Mhm. Also das war so ein Thema, wo ich, das war ein schönes Programm, da waren ca. 300 Leute im Saal und das wurde gut angenommen vom Publikum. Aber durch Corona hat sich dann das so ergeben, dass man gesagt hat, ja, gehen wir ein bisschen mehr raus. Und da hat sich halt diese Serie, dieser Kulturherbst entwickelt, mhm. den wir bei der Maria vom Siege machen. Ja, toll. Und da waren 3 Veranstaltungen im letzten Jahr und heuer haben wir 4 Veranstaltungen dort. Die habe ich ja leider verpasst voriges Jahr. Erzähl uns, was da passiert ist. Also wir hatten einfach mal geplant, ganz kleine Veranstaltungen zu machen und den Platz zu bespielen. Mhm. Und weil er so schön ist? Oder? Weil er so schön ist und weil diese Schubertlinde und diese Erhöhung sich auch anbietet. Mhm. Dort kleine Veranstaltungen. Tolles Wirtshaus gibt es auch dort, mit dem Dinkelstedt 3. Genau, tolles Wirtshaus gibt es dort. Und vor allem der Platz mhm. hat danach gerufen, ja, bespielt zu werden. Bespielt uns einmal. Ja? Ich sage ja immer, das ist der Domplatz von Fünfhaus, weil diese Kirche schaut ja aus wie ein Dom eigentlich. Richtig, ja. Eine riesige, imposante mhm. Kirche.
Und rundherum die schönen Bäume und die Linde. Schubertlinde. Die Schubertlinde. Und von der Akustik her, es war auch so, wir haben ja zum Beispiel auch auf der Mittelzone zwischen Gürtel Veranstaltungen gemacht, auch mit Frechsblech. Und da hat man dann nichts gehört von der Straßenbahn. Nein, man hat nichts gehört. Es war total... Ach so, das ist ja... Die Straßenbahn ist vorbeigefahren und du konntest eigentlich den Auftritt von Frechsblech ohne Störung. Oh, wirklich? Das ist ja interessant. Das ist total spannend, dass das einfach auf dieser Mittelzone sehr gut funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, das könnte dann eigentlich auch bei der Maria von Siegel ganz gut funktionieren. Ja, super. Und so haben wir dann damals Frechsblech eingeladen, Mission Sachs haben eingeladen und die sind auch in diesem Jahr am 9.9. am 16.9. vertreten. Okay. Und spielen dann von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Okay. Und zusätzlich haben wir dann noch eine Jazzformation, die dort auftreten wird und Irish gibt es auch. Also noch 23. 39. Das wird ja immer sein. Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, die ganzen Informationen gibt es dann im Detail in den Shownotes bzw. in der Beschreibung. Das wird ja sein immer freitags, im September, freitags, nachmittags finden diese Konzerte statt am Maria vom Siege. Das führt uns dann eigentlich. Na, zuerst sag mal noch, ob es Highlights für dich gibt in deiner Vergangenheit als Obmann. Möchtest du uns über irgendein Projekt vielleicht im Speziellen erzählen? Ein Projekt, was mir ein Anliegen war, war, als ich 2014 den Verein übernommen habe, man muss auch sagen, ein Verein funktioniert nie ohne Team. Man muss ehrlich sagen, wir haben ein super Team, die einfach mitarbeiten und mitgegangen sind und die Themen und Vorschläge, die ich eingebracht habe, auch voll zu 100% angenommen haben. Und es ist aber auch ein Spiel vice versa. Also es gibt von unseren Vorstandsmitgliedern Ideen, die dann auch von den Vorstandsmitgliedern umgesetzt werden. Und auch positiv natürlich gemeinsam umgesetzt werden. Und eines meiner Projekte, wo ich dann gesagt habe, das ist für mich wichtig, wir haben ja sehr viele Männer, die immer bei uns aufgetreten sind. Und das ist ja leider allgemein so. Ja, da muss man Musiker und Musikerinnen, wir versuchen natürlich das ein bisschen zu splitten, aber natürlich sagen dann auch meine Vorstandsmitglieder, erst wir haben viel zu viele Männer, wir brauchen mehr Frauen bei uns im Verein. Und das war schon vorher gesetzt, 2014 habe ich gesagt, ich brauche eine Serie, wo nur Künstlerinnen beteiligt sind. Super. Und hier haben wir dann einfach das Projekt Kunstwerke, vervielfältigbare Kunst zum Kaufen von Künstlerinnen anfertigen zu lassen. Und da war die Doris Dietrich, die hat das Rheindorf-Rassenfest in einer Arbeit abgebildet, bildhaft dargestellt. Dann gab es die Doris Neidl, die hat dann den Kardinal Rauscher Platz in einer ganz eigenen Perspektive abgebildet. Und als Abschluss war dann die Käthe Schönle, die, und da hatten wir den Bezug zum 15. Bezirk, die das Atelier im 15. Bezirk hatte und hat einbezogen, die dann einen Stadtplan vom 15. Bezirk kreiert hat, wo sie einzelne wichtige Gebäude herausgeholt hat. Den habe ich schon gesehen, ja genau, wo so kleine Spotlights sind mit den schönen einzelnen kleinen Zeichnungen der Gebäude. Und natürlich, man ist ja selbst auch ein Hotspot, weil man ja auch hier im 15. Bezirk wohnt. Und da gibt es eine eigene Blase, wo man selbst sich dann einzeichnen kann, also mit dem Wohngebäude, wo man wohnt, mit einem besonderen Symbol. Also ich glaube, das ist so ein Plan, der dann individuell wird, den man dann auch individuell ins eigene Wohnzimmer hängen kann und betrachten kann, sagen, ich bin da zu Hause, das freut man. Ja? Super. Da werden wir dann draußen noch schöne Fotos machen von am Brunnen. Ja, finde ich, das ist so ein total nettes Ambiente, also da passt das total gut. Super, schön. Erzähl uns über die Zukunft von KV15. Was habt ihr geplant für die Zukunft, vielleicht auch die nähere Zukunft? Wo können unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt Interesse bekommen haben an eurer Arbeit, euch kennenlernen? Also wir haben ja diesen Kulturherbst, der ein bisschen so, und das ist jetzt wieder dieser Rückbezug zu vorher, also das sogenannte Rudolfsheimer Kulturspektakel, das in den 70er Jahren gelaufen ist. Genau.
ist dieser Kulturherbst, den wir im letzten Jahr angefangen haben, der jetzt im September stattfinden wird. Und zusätzlich haben wir im September auch geplant, drei Spaziergänge, die wir bereits einmal durchgeführt haben. Mhm. Und zwar geht es da um zwischen Schönbrunn und Linienwall. Das findet am 23. bis 7.10. statt. Auch parallel zu den Veranstaltungen, die wir bei Maria vom Siege durchführen. Sind das historische Walks sozusagen? Ja, es sind historische Walks. Es geht um den Vorpark von Schönbrunn, das ist der Auerwelsbachpark. Unser aller Park. Unser aller Park, der uns auch Kühle bietet in so heißen Sommertagen. Dann die kaiserliche Promenade und die Rebellion. Also da geht es um die Revolution, aber auch um die Marilferstraße, die äußere Marilferstraße als Verbindung zu Schönbrunn. Und das letzte ist vielfältiges Fünfhaus und da enden wir dann auch wieder bei Maria vom Siege. Und das ist glaube ich, auch, diese Spaziergänge sind einfach irrsinnig gut angekommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wiederholen wir die, weil das hat jeder so neugierig mit Begeisterung aufgenommen. Es war halt im Juli, wir haben im Juli, das war halt schon sehr heiß, aber die Leute sind enthusiastisch mitgegangen und haben Fragen gestellt. Und als Abschluss haben wir dann am 30.11. auch wieder ein Kabarettabend, das werden bei uns die Blötzingers auftreten, hier im Traditionshaus des Kulturvereins Rudolfsheim treten die Blötzingers auf. Das ist ein Kabarett-Duo, hat 2017 den Kabarettpreis, den österreichischen Kabarettpreis gewonnen und den deutschen Kleinkunstpreis 2019. Also die treten mit ihrem Programm Zeit am 30.11. Also in der Volkshochschule, wenn du hier sagst. Hier im Haus der Begegnung. Im Haus der Begegnung. Im großen Saal. Super. Und, das darf man jetzt auch nicht vergessen, es findet ja dann auch wieder im Vogelweidpark das Birdie statt. Mhm. Und hier haben wir zwei Veranstaltungen eingeloggt. Und zwar am 7. und 8. September wird um 16 Uhr der Bernhard Fiebig auftreten. Also das ist ein Kinderliedermacher. Okay. Das heißt, wir bieten dort auch wieder in Bezug zur Gründung des Vereins, weil ja auch das Thema Kinder und Kinderveranstaltungen auch ein Thema war. Und da wird der Bernhard Fiebig zwei Musik-, Kinder- und Liederkonzerte geben. Okay, toll. Und da sind wir vertreten. Da sind wir ordentlich vertreten. Mhm. Und wir haben dann auch noch im Dezember eine Veranstaltung, wo es ein Weihnachtskonzert gibt. Wir haben auch in ein Kooperationskonzert mit den IG-Kaufleuten in der Rheindorfgasse, wo es dann ein Weihnachtskonzert gibt. Das ist jetzt aber noch nicht fixiert. Und es gibt ein Weihnachtskonzert zusätzlich auch noch in Brick 5 mit der Charlotte Lupp. Mhm. Brick also, 15 heißt es mittlerweile. 15. Brick 15. Okay. Ja. Wie gesagt, keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen jetzt nicht mitschreiben, alle Informationen und die detaillierten Angaben zu Zeit und Ort der vielen Veranstaltungen des K15 im September und im Herbst und dann immer im Dezember finden Sie in den Shownotes bzw. der Beschreibung. Dietmar, die letzte Frage der Interviews des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus drehen sich traditionell um die Frage, welchen Bezug der oder die Gesprächspartnerin zum 15. Bezirk hat. Deshalb meine Frage jetzt auch an dich persönlich. Welchen Bezug hast du zum 15er Hieb? Was verbindet dich persönlich mit Rudolfsheim-Fünfhaus? Ich bin ja ein in Wien aufgewachsener, weggezogener und wieder zurückgekommener. Mhm. Und bin in Wien als Kind mit meinen Eltern zweimal umgezogen. Okay. Und jetzt bin ich im 15. Bezirk auch in dieser Zeit von 2009, wo ich hier lebe, zweimal umgezogen. Mhm. Also man kann sagen, ich bin angekommen, weil ich bin immer näher. Ich bin in einer Gasse genau drei Hausnummern weiter übersiedelt. Das heißt, es wird immer enger. Das heißt, ich ziehe hier nicht mehr weg. Ich bleibe jetzt hier.
Das ist das eine, wo ich... Bist du Südstaatler oder Nordstaatler? Ich bin Südstaatler, okay. Also ich bin im Unterbezirksteil okay. Zu Hause, fühle mich hier sehr wohl, gehe auf den Schwendermarkt, die Rheindorfgasse ist mein Gebiet, wo ich mich herumtreibe, wo ich die super. Gastwirtschaften aufhöre. Ich bin auch im nördlichen Bezirk Nibelungenviertel, was ja auch sehr schön ist. Ja, ist auch gut. Ja. Wo ich auch gern spazieren gehe, wir haben einen Hund, also man muss ja, man muss und darf auch gehen und deshalb finde ich, ist das so mein Bezirk geworden. Ja. Okay. Und schön. Ich mag ihn irrsinnig gern, auch die Unterschiedlichkeiten, die großen, breiten Straßen im oberen Bezirksteil, also im Südstaatenteil, die engen Gassen, den Auwelsbachpark hier vor der Tür. Mit dem Hund ist das ein Traum natürlich. Das ist ein Traum, ja. Also ich bin da einfach zu Hause. Angekommen. Ich bin schön. Da angekommen. Bist du ein richtiger Rudolfsheimer. Ein richtiger Fünfhauser, genau. Na super, das war ein sehr spannendes und informatives Gespräch über den Kulturverein Rudolfsheim, der eben so wichtige Kulturarbeit in unserem Bezirk leistet. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten konnten und bedanke ich mich. Auch. Vielen Dank. Danke. Und gebe somit zurück von der Volkshochschule, wo wir, das möchten wir auch noch erwähnen. Die Volkshochschule hat uns jetzt aufgenommen und hat uns, obwohl wir keinen Termin und gar nichts gehabt haben, dankenswerterweise einen Raum zur Verfügung gestellt, dass wir dieses Interview machen konnten, weil draußen zu viel Wind war und wir draußen nicht reden konnten. Und das war so unkompliziert, da möchte ich uns mal ganz herzlich bedanken. Ja, Dankeschön. Vielen Dank an die Volkshochschule. So, und somit gehen wir zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studium. We'll be right back.